Oh Junge, willkommen zurück bei Huhu, Mickey Epic. Ja, wir sind hier an der Totenkopfinsel. So freundlich sieht das hier nicht aus. Aber was ist schon freundlich, ne? Wir gucken uns jetzt erstmal hier so ein bisschen. Oh mein Gott. Das ist kein Besen, das ist ein Klecks. Wieso habe ich einen Besen jetzt daran erkannt? Oh mein Gott. Ein Arschloch. Oh, ich hasse euch. Mit dir lege ich mich nur an, wenn es unbedingt sein muss. Viel zu mühselig. Jo, was machen wir denn hier? Wir verdünnen Sachen, die nicht verdünnbar sind. Aber wir füllen die Pumpe mit pumpigen Sachen. Oh yeah. Teile der Maschine sind umgekehrt. Weiter so. Da du mit Farbe angefangen hast, solltest du sie beim Rest auch verwenden. Und was, wenn nicht? Haha, was machst du dann? Tja, was wirst du dann machen? Oh, zwei Kleckse. Habt ihr euch unterhalten? Tja, tut mir leid, euer Gespräch zu stören. Stirbt, ihr könnt in der Hölle weiterreden. So, okay. Und das taten sie dann auch. Okay. Da hinten ist ein Anker. Ich erinnere mich daran, dass wir hier sehr, sehr viele Anker hatten. Woran ich mich nicht erinnern kann, ob hier vielleicht irgendwie ein Daisy-Animatronic-Teil war. Und woran ich mich ebenfalls nicht erinnern kann, ist... gab es hier eventuell irgendwelche Kobolde zu erretten? Was auf der Piratenfahrt passiert ist, tut mir sehr, sehr leid. Ich habe mir das im Nachhinein ja angeguckt, weil ich den Part rendern wollte. Und sehe dann, wie offensichtlich links versteckt diese verdammte Käfig sogar zu sehen ist. Zumindest eine Ecke davon. Und was ist? Die springen nach rechts. Achte gar nicht drauf. Apropos irgendwo hinspringen und gar nicht drauf achten. Wir sollten vielleicht mal da hinten hingehen. Oh mein Gott, das ist aber ein Besen. Ich wette, der Anker hält Smiths Boot unten. Wir sollten ihn losschneiden, aber wie kommen wir an den Wachen vorbei? Na, mit Farbe und Verdünner. Alternativ auch nicht. Oh, schöne Scheiße. War das so kompliziert? Wusste ich schon gar nicht mehr. Ah, so viel vergessen. Es ist nie gut, wenn man viel vergisst. Ah, ist ja auch ein Let's Play zum Vergessen hier. Hi-ya! Das war cool. Das hat dem Klecks gefallen. Klecks approves this. Oh, schöne Scheiße. Und ich hab's irgendwie geschafft, mich im letzten Augenblick noch zu retten. Wahnsinn. Das verdient wirklich den Namen Mickey Epic. Sensationell. Kann ich das auch oben verdünnen? Nee, das kann ich, glaube ich, vergessen. Ich dachte eben kurz, ich hätte es getroffen. So, okay. Der hat jetzt da hinten verriegelt. Das bleibt jetzt auch so. Oder was? Oh. Missfällt mir dann doch ein wenig. Ich hätte gedacht, er macht wieder auf, wenn wir weit genug weg sind. Aber das Gitter schien noch da gewesen zu sein. Oh mein Gott, ein Besen. Ein freundlicher Besen. Hoffentlich. Hey! Kumpel. Mach dich bald nicht mehr freundlich. Kommt, ihr seid meine freundliche Gang, hä? Hört auf, euch zu bekämpfen. So, der eine hat's nicht überstanden. Es gibt um die Insel noch mehr solcher roten Flaggen wie jede, die Smee bereits hat. Ob sie zusammengehören? Oh Gott, so viele Baustellen schon wieder. Also Anker, rote Flaggen. Das sind die einzigen Aufgaben, die ich bisher... und die Pumpen, die Pumpen, die Pumpen. Genau. Ja, ich muss rote Flaggen anmalen. Aber das passt ja. Auf jeden Fall werden wir nicht die weiße Flagge hissen. Auf keinen Fall. Die sind nämlich nicht mehr weiß, die ich habe. Die sind nicht mit
Per Woll gewaschen? Oder so? Egal. Ah, sieh mal deine an. Ein Besen, ein Besen. Du bist ein böses Wesen. Das war es für dich gewesen. Ach ja. Soll ich den Felsen anmalen oder die anderen beiden verdünnen? Okay. Anmalen. Sah schön aus. Bringt effektiv eher wenig. Aber dafür habe ich ein Zahnrad zum kaputt machen. Tja, was machst du jetzt? Gute Arbeit, Shigimigi. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Bin ich an der falschen Seite heruntergesprungen? Aber den Überlebenskampf ein weiteres Mal gewonnen. Aber wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ja! Die Totenkopfinsel trägt nicht nur aufgrund ihres Aussehens den Namen zurecht. Das ist böse hier. Ah, der ist ersoffen. Cool. Ich liebe die Verdönerkatastrophe einfach. So viele nette Verdönerpfützen. Und alle tappen sie rein. Oh Junge, ich bin froh, sie ausgelöst zu haben. Huhu. Jetzt war aber wirklich beinahe Schicht im Schacht. Meine Güte. Das habe ich jetzt irgendwie auch einfach so in Kauf genommen. So. Einmal verdünnen. Ja, der Anker hat das Boot unten gehalten. Es steigt auf. Es gibt noch mehr Anker an anderen Stellen um die Insel. Es steigt auf. Im Gegensatz zum HSV. So. Hey. Oh, der hat sich mit meinem freundlichen Besen angelegt. Und jetzt ist der Besen gar nicht mehr so freundlich, ne? Das Miststück. Shit! Ah, da kommt das. Das dauert mir jetzt zu lang. Ich glaube, das mache ich nicht. Was haben wir denn hier? Das sieht sehr verdünnbar aus. Wir werden schön fein säuberlich diese ganze Umgebung uns mal ansehen. Yep. Da haben wir doch was Nettes. Zwar kein Animatronic-Teil, aber... ein goldener Anstecker. Schön. Oh, Junge. Aber Bronze, Silber und Gold hat er nie gewollt. Obwohl, nee, das wäre Wolfgang Petri, Mickey. Ai, wunderbar. Da oben ist noch eine rote Flagge, ne? Aber die ist ja offenbar schon angemalt. Hier jetzt trotzdem einfach mal da hoch. Weil es sieht ja trotzdem ganz nett aus hier. Und dahin muss ich ja sowieso. Hier gibt es nämlich einen netten Boden zu verdünnen. So, auf damit. Hoch damit und raus mit ihnen. Ja, genau, verdünn den Anker. Das ist eine super Idee, den Anker zu verdünnen, den du beschützen sollst. Ach, Besen, komm. Hilf mir. Aus der Nummer kommst du nicht mehr. Alter, wie lange braucht der, bis der verdünnt ist? Freundlich ist, meine ich. Du musst mir jetzt hier aber nicht helfen. Danke, ich mach das allein. Gut, Nummer 2. Jetzt gibt es nur noch einen Anker, der es unten hält. Und schon könnte ich diesen verruchten Ort verlassen, was ich aber eigentlich noch nicht will, ne? Bin mir sehr sicher, dass wir uns in diesem doch relativ weitläufigen Gebiet noch ein wenig besser umschauen müssen. Was ist das eigentlich so?
Das ist nicht verdünnbar hier, ne? Genau. Wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, denke ich. Muss ja nicht immer alles, was hell ist, verdünnbar sein. Aber es ist so auffällig, wenn hier im Wasteland mal was hell ist. Es ist so eine düstere Umgebung. Es ist, ach, ein Mickey Mouse Spiel und es ist so düster. Und das bei einem so sympathischen Protagonisten. Gut, naja, sympathisch. Er hat den ganzen Mist hier überhaupt erst ausgelöst mit seinem Verdünner. So. Danke. Du bist freundlich. Ich mag dich. So weit, so gut. Hier haben wir Verdünner reingefüllt. Oder Verdünner. Aber da hinten scheint noch ein Felsen zu sein, den ich verdünnen kann. Oder waren wir da schon? Waren wir da schon? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber wie kommen wir da überhaupt hin? Hier außen rum geht nicht? Über die Boote reicht das? Oh je. Aber das ist jetzt ein Sprung, den kann ich zum Beispiel nicht so ohne weiteres schaffen. Aber da sind 3 Boote gewesen, du böser Besen, die ich hätte nehmen können. Eieieiei, jetzt fang ich auch noch an zu singen. Oh, es ist Mickey Epic, das Musical. So, Schicht im Schacht. Besen! Ja. Verschwinde hinterm Tresen. Mix mir einen netten Cocktail aus Verdünner. Ja. Alternativ kannst du auch darin ersaufen. Ah, schön, ein Anker. Gut, dass wir sie alle haben. So, Smees Boot wäre schon mal da. Tada! Wir können jetzt Hook jagen. Die Enclosed Instruction Hook. Nein, eigentlich nicht. Denk dran, Smee wollte, dass wir ihm helfen, indem wir die Maschine mit... Ah ja, genau. Die jetzt noch gar nicht gesehen. Nur beim kurzen Überblick über die Insel hier. Genau. Wir haben ja auch noch nicht genug Pumpen gefunden, ne? Erst 2 Stück. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. So, das müssen wir wohl verdünnen, dass wir da drauf können. On Haps. Das sieht schon so aus, als könnten wir hier noch ein bisschen brauchen. Okay, hier oben geht's weiter. Schön. Ah. Hoffe ich. Nicht zu früh freuen. Nein, hier kann man nichts verdünnen. Aber der Vorsprung muss jetzt so irgendwas gut sein. Außer E-Tickets, oder? Ich alle nicht holen kann. Das ist so bitter. Jetzt im Ernst? Mehr kann ich hier nicht machen? Ich hoffe, es regnet nicht. Das sieht nicht so vertrauenserweckend aus hier, der Himmel. Nee, das brauche ich nicht weiter probieren. Okay, dann gehen wir halt runter. Ja, meinetwegen. Wo ist denn diese Maschine, die wir am Anfang gesehen haben? Hier kann man noch was verdünnen. Das bringt zwar effektiv nichts, ist aber ganz nett. Bin doch immer an vorderster Front dabei, wenn es irgendwas zu verdünnen gibt. Oh, komm, ist er jetzt wirklich auf dem Boot gelandet? Ha, 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 ha. Da ist eine Maschine, aber... Da war doch dieses komische Tor, wo die Typen dann rauskamen. Wo befindet sich das? Es bleibt spannend.
Ich habe auch wirklich keine guten Erinnerungen an diese Totenkopfinsel. Ich glaube, hier haben wir auch eine ganze Weile verbracht. Also jetzt sind wir mittlerweile eine nette Runde rumgelaufen. Das bringt zwar nichts, was Mickey hier macht. Macht aber einen schlanken Fuß. Mein Gott. Okay, das Spruch habe ich jetzt an die Dönerpolizei erinnert. Er sieht doch einer an die Freitag-Nacht-News, an die Dönerpolizei. Ach ja. Das ist richtig ein Spruch her. Bringt zwar nichts, macht aber einen schlanken Fuß. War Kommissar Ali, der durch Fettgras grünes Gestänge läuft. Das bringt zwar Murat nichts, macht aber einen schlanken Fuß. Dönerpolizei ist sensationell gewesen. Ich frage mich, ob das heute so im Zeitalter der Political Correctness, ob das noch ginge. So ein Format wie Dönerpolizei. Wahrscheinlich schwierig. Das war Ende der 90er, war das noch ein bisschen einfacher. Danach ging alles so ein bisschen in die Binsen. Okay. Also irgendwie laufe ich nur im Kreis. Sehe ich das richtig? Ich laufe nur im Kreis. So, jetzt lass uns mal ein bisschen nach oben gucken. Halt. Hallo? Mit welchem Knopf konnte ich mich nochmal umschauen? Ich hab sie doch jetzt alle durch. Nee, habe ich nicht. Da oben ist noch was Verdünnbares. Okay. Aber wie hier hinkommen? Das würde Sinn machen von dem Felsen da aus wahrscheinlich. Also probieren wir es aus. Wir haben ja nichts zu verlieren. Oh je. Aber ich habe keine Ahnung, wie hochkommen an diesem Felsen. Ah, oh, und wenn ich mir Mickey so angucke, er auch nicht. Schau, was wir mit den Booten da zu tun haben. Das sind wieder diese Boote, wo ich so ohne weiteres nicht hinkomme. Gut, dass wir hier so viel Energie haben. Das muss man schon sagen. So sehr ich dieses Spiel kritisiere, energiemäßig bleibt es immer fair. Man findet hier so viel. Ich hätte hier schon ums ein oder andere Mal drauf gehen müssen. Aber bisher haben wir es noch geschafft, ohne einmal drauf zu gehen. Und jetzt sind wir endlich mal hier. Ich werde das hier mal kurz verdünnen, nur um sicher zu gehen, dass hier auch wirklich nichts ist. So, sieht doch gleich viel freundlicher aus, so ein bisschen halbiert. So, okay, die Holzbauarbeiten haben wir abgeschlossen. So, mit einem umständlichen Sprung hier hochgeschafft. Und schon geht's weiter im Text. Okay, sehr gut. Haben wir doch noch was gefunden. Ich wollte ja schon nicht mehr dran glauben. Aber jetzt sind wir tatsächlich hier oben. Man könnte fast sagen, hier oben drauf, ich pack euch echt in diesem Part doch noch was oben drauf. Wahnsinn. Aber... nein! Mickey! Ach, gut. Och, ein Glück. Und ein extra Inhalt, die Sees-Schlacht. Sees. Mhm. Aha! Ja, wir haben ein Füßchen. Mickey liebt Pumps. Passt das doch. Schön. Ja. Oh, oh, du bist doch... Kakalopan? Oh, hallo. Du musst dieser Mickey Maus sein, von dem man so viel hört. Du kennst mich natürlich. Ich wurde dazu geboren, gegen Captain Hook zu kämpfen. Wieso mache ich ihn jetzt schwul? Er ist eigentlich ist er doch eher kindlich von seiner Art her.
Okay, dann machen wir doch eher kindlich, oder? Ha, ha, ich wurde dazu geboren, gegen Captain Hook zu kämpfen. Aber Hook hat meine Elfenfreundin gefangen genommen. Und ohne sie kann ich nicht fliegen. Dazu sitze ich hier fest. Er hat die Elfe an den Schiffsmast gefesselt, um mich wütend zu machen. Wenn du einen Weg findest, den bösen, bösen Mann hier fertig zu machen und sie zu befreien, wäre ich sofort da, um Hook zu vermöbeln. Alternativ verdünne ich dich. Okay. Hm. Ein Animatronic-Teil gefunden? Aber das ist nicht wirklich das, wonach ich auf der Suche... Also natürlich war ich auch danach auf der Suche. Nur in diesem Moment halt nicht. Vielleicht sollte man noch weiter raufgehen. Was für ein düsterer Ort. Die Aussicht war hier mal wunderschön. Warum ist das passiert? Warum nur? Erleben wir Gast gerade das erste Mal so ein bisschen emotional? Ach, guck dir einer diese Aussicht an. Ja. Wie konnte das nur passieren? Mickey, wie konnte das passieren? Hm? Überleg dir ganz genau, wie das passieren konnte, Mickey. Und lebe mit deiner Schuld. Lebe damit! Ha! Okay, also wir haben Carlo Pan getroffen und neues Animatronic-Teil gefunden. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, diesen Part nochmal zu beenden. Und dann gucken wir uns hier beim nächsten Mal nochmal ein Stückchen genauer um. Irgendetwas wird noch fehlen. Irgendetwas wird es hier noch zu finden geben. Und was das ist, erfahrt ihr im nächsten Part von... Oh Junge, Mickey Epic!